Servus beieinander. Ihr dürft heute mit mir zum zweiten Mal über den Christkindlmarkt daheim schlittern. Riecht sich das? Diese gebrannte, mandelgeschwängerte Luft, was zwischen die Standel hängt. Zwischendurch riecht es ein bisschen nach Schnee und ein bisschen nach Pferdepipi, weil der Nikolaus seinen Kahn wieder direkt neben dir abgestellt hat. Und irgendwo hört man ein Kind schreien: Warum krieg ich kein Feuerzeug im Bohle? Und der Papa bleibt zurück, weil es langt, wenn einer von uns zwei besoffen ist. Ach, ich liebe Christkindlmärkte. Auch den davor. Um was geht's heute? Heute geht's ums Thema Holz. Jawohl. Alles vom Drechsler bis zum Schnitzer ist dabei und natürlich könnt ihr auch deren Produkte euch anschauen und im besten Fall erkaufen. Viel Spaß. Grüß Gott, ich bin Drucker Manfred, Holz und Kunst. Das ist mein Nebenerwerb bzw. mein Hobby und ich mache Drechselsachen hauptsächlich aus Zirbenholz. Da vom Alter her die Zirbe ein sehr gutes Holz ist und mit sehr guten Eigenschaften. Ich mache auch unter anderem andere aus Edelhölzer gedrechselte Sachen und man kann meine Produkte über Telefon bzw. über Internetadresse erwerben. Ich heiße Martin Goldhofer, wohne in Rottach-Egern in der Wolfsgruppstraße 5. Ich stelle hohle Christbaumkugeln her und bin weltweit der Einzige, der solche Kugeln produziert. Meine Produkte kann man auf der Internetseite besichtigen. Wir haben einen Ausstellungsraum, der nur unter telefonischer Anmeldung geöffnet ist. Mein Name ist Karl Lündl, Drechsler aus Gmund am Tegernsee. Ich drechsle Unikate aus heimischen Hölzern über Schalen vorrangig, Salz-, Pfeffer- und Gewürzmühlen, Flaschenverschlüsse, Flaschenöffner, Kerzenständer, Teller, Kerzenleuchten. Meine Produkte aus Holz eignen sich hervorragend auch als Weihnachtsgeschenk, weil es ein lokales und natürliches Produkt ist. Ich bin eigentlich täglich verfügbar. Ich bin die Anna, ich komme von der Grund- und Mittelschule Hausam und das ist unser Weihnachtsstand.